In Deutschland werden jährlich um die 2 Millionen Tiere für Tierversuche verbraucht. Damit ist Deutschland laut einem Bericht der Europäischen Kommission im EU-Vergleich auf Platz 2. Wie können solche Tierversuche reduziert werden? Ausgerechnet hier im Schlachthof finden Studenten der Medizintechnik Antworten. Bei einem normalen Schlachtvorgang werden die Herzen der geschlachteten Tiere einfach entsorgt. Doch die Studenten der Hochschule Bremerhaven versuchen genau diese Herzen wieder zum Leben zu erwecken. Die Herzen, die normalerweise nur Abfallprodukte sind, bieten so das Potenzial, Versuchstiere zu ersetzen. Im Schlachthof wird das Herz und Blut eines Schafes entnommen, mit Castoriol heruntergekühlt und mit dem Auto zur Hochschule gefahren. Dort im Labor angekommen, wird das Herz wieder durchblutet und massiert, bis es selbst wieder anfängt zu schlagen. Das Blut wird erwärmt und mit Sauerstoff angereichert. Dazu können Medikamente dem Blut hinzugefügt werden. Eine Pumpe ist zur Aufrechterhaltung des Blutdruckes verantwortlich. Dann heißt es abwarten und beobachten. Das Herz fängt normal wieder an zu schlagen, wenn es warm und durchblutet wird. Das Team hat es bereits geschafft, ein Herz 2,5 Stunden außerhalb des Tierkörpers schlagen zu lassen. Doch das gelingt nicht immer. Aber vielleicht können so in naher Zukunft viele Tierversuche überflüssig werden.